Все на своих местах. Держитесь за что-нибудь. Всплываем на перископную глубину. Я обещал, что ты сможешь посмотреть. Становись к перископу. Определи позиции авианосца «Адмирал Кузнецов», крейсера «Петр Великий» и противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». Они все принимают участие в учениях. Und damit euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Kursk. Jetzt in dem Falle auf Zero-Tiefe und wir dürfen durchschauen. Nach einer sehr turbulenten oder nach einigen sehr turbulenten Folgen in der letzten Zeit, ja doch tatsächlich, denn wir haben ja jetzt unsere Spionage etwas intensiviert. Noch sind wir nicht aufgeflogen, noch haben wir keinen Verdacht erregt und das ist auch gut so und das möchte ich auch ganz gerne so beibehalten. Auf jeden Fall euch einen wunderschönen guten Tag, willkommen, wir gucken durch Seerohr. Определи позицию Петра Великого. Kreuzer, da ist er, 160 Grad. Теперь Адмирал Чабаненко. Und die Адмирал Чабаненко war der Flugzeugträger. Auf 278. Ach so, ein U-Boot-Zerstörer, So? 92 Grad? Хорошо. А теперь Адмирал Кузнецов. Адмирал Кузнецов, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, das war es, aber der Flugzeugträger. Прекрасно. С этим закончили. Переходим к основной фазе учений. No need for me to be here. Okay, dann machen wir uns mal wieder vom Acker. War mal ganz nett durchzuschauen. Ich hätte mir vielleicht vorher merken müssen, welches Schiff wie heißt. This might be a good time to break into the safe. Genau, das steht jetzt nämlich auch noch aus. Alles klar, stimmt. In der letzten Folge will ich mich... Oder in den letzten Folgen, Entschuldigung, Plural. Wir waren schon mal in der Kapitänskajüte und haben da... Gott, was haben wir da gefunden? Auf jeden Fall haben wir auch mitunter einen Safe gefunden. Und der ist doppelt gesichert, einmal mechanisch und einmal elektronisch. Und ich glaube, das Elektronische, da haben wir jetzt einen Code gefunden, in dem wir den Computer gehackt haben. Also den Computer vom Wartungsstammichtod. Moin. Und jetzt brauchen wir anscheinend noch für den mechanischen Teil ein Stethoskop. Und das kriegen wir aus der medizinischen Abteilung. Was wiederum ganz vorne war, wo ich mich jetzt mal hinmache. Die Frage ist, wo genau war das? Ich hatte ja nämlich in den Kommentaren schon mal... Ach hier. Ich hatte in den Kommentaren nämlich schon mal gefragt, vor zwei Folgen oder so, würdet ihr euch denn auf diesem U-Boot hier zurechtfinden? Tatsächlich die meisten. Nein. Moin. Kann ich mein Stethoskop ausborgen? Achso, ich bin krank. Entschuldigung. Ich schätze, ich habe Platzangst. Schreckliche Einsamkeit. Warte, ich dachte, du wärst ein IT-Spezialist. Gottes Willen, wir müssen mal was machen, damit er uns tatsächlich ernst nimmt. Okay, der sucht noch. Ja, nimm's dir. Bist du denn bescheuert? Mach das doch nicht so langsam. Ich würde sagen, hat gerade so gepasst, tatsächlich. Dankeschön. Puh, ja, ich muss mich tatsächlich jetzt wieder in die neue Aufnahmesession reinfinden. Die altbekannte Problematik, dass er sich bei ziemlich vielen Sachen viel zu viel Zeit lässt, ist immer noch gegeben, tatsächlich.
Und das regt mich immer noch ziemlich stark auf. Ich meine, er hätte das Stethoskop deutlich schneller nehmen können. Gut, beim Stethoskop, wenn man da erwischt wird, ist jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem, das muss nicht sein. Dann stellt er wieder unnötige Fragen. Ach, wir hatten den Rechner hier gehackt. Stimmt, der war's. Das war gar nicht der beim IT-Spezialisten unten. Interagieren. Ja. Ich warte darauf, dass es einrastet. Das sind die Daten über den Skaval-Torpedo, so wie ich das erkennen kann. Ты что тут делаешь? Ich bin der neue Kapitän, hau ab. Ich, sag du mir besser, was du hier suchst. Der Kapitän hat mich angewiesen, ihm Dokumente aus dem Tresorfach zu bringen. Ich habe mich verlaufen, ich wollte gerade gehen. Gut, das letzte geht gar nicht. Der Kapitän hat mich angewiesen, ihm Dokumente aus dem Tresorfach zu bringen. Was zum Fick ist jetzt gerade hier passiert? Посиди тут, пока учение не закончится. Right. That wasn't part of the plan. Luckily enough, he hasn't come up with the idea of frisking me. For now. Whatever. Seems like I'll be spending some time here. I better be looking around. Ach du Scheiße, ich weiß, wo wir jetzt sind. Das sieht mir sehr nach der anfänglichen Situation aus. Erste Folge. Ja. Das würde auch erklären, warum wir gelandet sind. Son of a bitch. It's locked. Und wie das die Anfangsszene ist. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, stimmt, das Dokument. Mein Liebster, ich hoffe, dass du diesen Brief von deiner Abreise hältst. Es ist so schade, dass du keinen Urlaub genommen hast. Bla, bla, bla. Das haben wir schon durchgelesen. Diejenigen, die sich das nochmal durchlesen wollen, die mögen dann doch bitte die erste Folge gucken. Ansonsten, gib Acht draußen auf dich, Liebster, und denk hin und wieder an mich, und ich vermisse dich schrecklich. Ich kann deinen Besuch im September kaum erwarten. Lass uns unsere verlorene Zeit dann aufholen. Auf ewig dein, ach so, auf ewig dein, Nastja. Auf ewig dein, Nastja. Entschuldigung. Wie gesagt, könnt ihr in der ersten Folge nochmal nachschauen, falls ihr das Ganze lesen wollt. Ansonsten pausieren und selber durchlesen, aber ansonsten, erste Folge. Tja, und jetzt kommen wir wieder zu der altbekannten Problematik. Buch, Tackernadel. Und das links übrigens, mit dem, dieses Metallische, ne? Stand in den Kommentaren, das könnte ein Tauchsieder sein, ein Tauchwasserkocher. Wäre möglich. Vereinfacht dargestellt natürlich. Right. I steer the ship with the right left buttons and shoot with the right one. Easy as pie. Ja, das Spiel kennen wir auch schon. Das haben wir, glaube ich, auf dem Automaten schon mal gespielt. Jesus, what was that? Nein, in der Tat nicht. Gut, die ganze Situation kennen wir schon. I can fix something to the wall to block the smoke. Gewissermaßen eine Art Déjà-vu. Ich brauche die Pappe. Perfect. This cardboard will do.
Tucker, Tucker, Tucker und Tucker. That was a close shave. Right. Now to find a way out. I just need to find a way to open it. Okay, let's give it a try. Ты что тут делаешь? Спасаться надо. Die Tür hing fest, ich wollte sie aufbrechen, aber sie hat sich nicht gerührt. Weißt du, was passiert ist? Ich glaube, diesmal fragen wir anders. Не знаю. Там впереди что-то взорвалось. Некогда болтать. Давай, тяни. Попробуем открыть вместе. Okay, dann auf drei. Eins, zwei und drei. To run. Atme. Come on. Breathe. Breathe, man. Shit. Too late. I'll have to run away or I'll end up like him. Christ. What's happening here? I'll burn here. I need to extinguish this. Yes, an extinguisher. Okay, I can keep going. Ganz laut sagen. Ach du Scheiße. Fuck. Are you alive? Oxygen's running out. I can't catch my breath. Clip's full. I didn't want to burn alive. Must have suffocated before I could pull the trigger. So, wir müssen hier irgendeinen Weg finden. Am besten durch. There's a fire extinguisher on the other side. I'll try shooting it. Maybe the explosion will put out the fire. Das ist eine gewagte Operation gewesen, muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, aber hat anscheinend funktioniert tatsächlich. Oh oh. Alles klar, okay, wir müssen jetzt tauchen. Ich frage mich halt jetzt nur, in welche Richtung. Wir sind jetzt hier gerade, glaube ich, im Maschinenraum, so wie mich das... Also, wo die Dieselmaschinen stehen. Und es gab anscheinend vorne am Bug ein Problem. Das bedeutet, wir müssen nach hinten. Und das wäre in dem Sinne dann hier hinten. Okay.
rein hypothetisch müsste auch hier doch irgendwo der Schatz sein. Oder die Treppe ist hier, stimmt. Da, wo ich mich drüber aufgeregt habe, warum hier die Treppe ist. Und hier müssen wir wahrscheinlich springen. Na super. Und noch einmal. Ich hatte mich ja damals darüber aufgeregt, warum die Treppen immer so unterschiedlich gebaut sind und warum die nicht immer an einem Ort sind und warum die Gänge immer so unterschiedlich verzweigt sind. Das könnte mir jetzt an der Stelle sogar nützlich werden, weil eben nicht jede Treppe gleichmäßig betroffen ist. Okay. Oh. Und nochmal. Sehr gut. Dann wieder die Treppe nach oben. Und dann würde ich ganz gerne das eine Shot nehmen, um weiter nach hinten zu kommen. So, in diesem Fall auch wieder der Shot hinter dir zumachen. Okay, Jungs, probieren wir's. Und so, einmal fixieren und auf 3. 1, 2, 3. Нужно что-нибудь потяжелее. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Dieses Deck wird bald überflutet sein. Ich muss gehen. Es tut mir leid. Братан, придумай что-нибудь. Не уходи, братан! Okay, wir werden es versuchen. Wir brauchen irgendwas Schwereres. Einen Spreizer. Ich weiß nicht, bringt dir nichts. Wir werden es mal mit dem Überlebenskit hier probieren, mit der Axt. Aber ich glaube nicht, dass es klappt. Eins. Noch einmal. Zwei. Und 3. Jungs, beim besten Willen. Ich kann da nichts mehr dran rütteln. Es tut mir leid. Sorry, guys. Что за херня творится? Я думал, из этих отсеков никто не выжил. Weißt du, was passiert ist? Hat noch jemand überlebt? Я знаю только, что тут рвануло что-то. И мы опустились на дно. Я не могу связаться с центральным постом. Warum fließt du nicht? Я успел запустить вспомогательный двигатель, так что компрессор гонит кислород. Но уровень воды поднимается. Когда движок затопит, он вырубится, и нам хана. Kann ich irgendwie helfen? Отсюда ничего не сделать. Нам надо перебраться на корму. Там меньше повреждений, и аварийный люк тоже там. Надо держаться вместе. Так у нас больше шансов. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ruhe in Frieden. Okay, jetzt kommen wir erstmal nicht weiter. Scheinbar ist jetzt auf der rechten Seite die Leitung geplatzt. Und versperrt uns das weitere Durchkommen. Gut. Da links den Druckanzeiger, den müssen wir irgendwo runterkriegen. Ich glaube, es hat ein bisschen abgenommen. Jetzt hat es wieder zugenommen. Genau, jetzt hat es abgenommen. Ich werde das Stück für Stück gucken müssen. Jetzt hat es wieder zugenommen. Ja, sehr gut. Das ging schneller als erwartet. Ach du Scheiße. Hier ist der Reaktorraum.
Это ты! Как ты вышел? Заходи быстрее. Как ты выжил? Мы думали, из этих отсеков никто не уцелел. Wir waren sicher, sind noch andere hier. Was ist mit der Rettungsluke? Lange Geschichte, keine Zeit zum Reden. Wir sind sicher, sind noch andere hier? Fragezeichen. Со мной еще ребята. Они в девятом отсеке, стучат по корпусу. Нас будут искать. Рано или поздно они нас услышат. Was ist mit der Rettungsluke? Да ничего. Мы не можем сдвинуть вентиль, уже все перепробовали. Я пришел сюда за инструментами, но... Не спрашивай, хорошо хоть тебя нашел. Пошли, этот отсек скоро затопит. Warte. Что? Nichts, du hast recht, wir sollten gehen. Zeig mir den Weg. Wenn es eine Explosion gab, muss der Rumpf ein Leck haben. И что? Wir könnten warten, bis das ganze Boot vollläuft und dann durch dieses Loch ins Freie gelangen. Это самоубийство. В десятом отсеке есть кислород. Нам его хватит на много часов. Может и люк получится открыть. Du hast recht, Gifor. Ich würde lieber nach dem Loch im Rumpf suchen. Дело твое. Уговаривать не буду. Я видел там в одной из кают костюмы и кислородные баллоны. Возьми их. Я пошел обратно в девятый отсек. Удачи тебе. Danke, dir auch. Warte, ich habe meine Meinung geändert. Komm mit dir. Ich komme mit dir. Es ist halt echt die Frage. Gehen wir mit zu den anderen und warten da? Oder probieren wir das mit der Luke, also mit dem Anzug? Ich weiß, dass das mit der Luke nichts geben wird. Geschichtlich gesehen. Ich werde es probieren. Ich werde es probieren. Wir brauchten einen Anzug. Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich hätten wir mit denen mitkommen müssen. Eigentlich hätten wir, glaube ich, doch mit ihm mitkommen müssen. Alter Finne, hier sieht man, hier kennt man ja halt gar nichts wieder. Okay, hier geht's runter. Ich gucke gerade nochmal, ob es hier noch irgendwas gab. Den Anzug eventuell. Ruht in Frieden. Okay, ich werd runtergehen. Ich werde es probieren. Müssen wir wahrscheinlich ein Stückchen tauchen, aber das sollte möglich sein. Können wir runter? Ne, nach unten geht's nicht. Ich muss diesen... Okay, von hier kommen wir. Ich muss diesen Anzug finden. Das Problem ist, ich erkenne halt hier gar nichts. Unten macht keinen Sinn. Hier. Da ist der Anzug, meine Güte. Übrigens, auf Schlösser schießen macht nicht immer Sinn. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, jetzt einfach blindlings auf irgendwelche Schlösser zu schießen. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Im schlimmsten Fall habt ihr dann Querschläger und erleidet dann selber einen Treffer. Gut, wollen wir es mal probieren. Ach du Scheiße, wie viel Sauerstoff haben wir denn? Das ist halt jetzt die große Frage, wie lange reicht unser Sauerstoffvorrat? Ich muss irgendwo die... Hier ist die Treppe. Können wir da lang schwimmen? Geht das? Ja, das geht. Sehr gut. Dann hier einmal gut mittig. Hätten wir auch schwimmen können. Das ist jetzt halt ein sehr gewagtes Unterfangen, aber vermutlich, also wenn es gut läuft, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, überhaupt noch lebend rauszukommen. Die anderen sind jetzt halt in einer verzwickten Situation. Die können halt da nicht mehr weiter.
Ich sehe hier. Wo ist denn hier unten und oben? Ach du Scheiße, dahin oder wie? Sechs Meter. Von hier kommen wir von dem Loch. Hier geht's weiter nach oben. Oder auch eben nicht. Hier geht's weiter nach oben. Das ist ein unfassbares Labyrinth. Wir sind jetzt, glaube ich, in der Zwischenhaut. In der Zwischenverschalung. Zwischen Außen- und Innenhaut. Und wenn ich ehrlich bin, das hier sieht mir gerade nach... Ach, was sieht das denn hier aus? Wir sind in den Tanks. In den Flutungstanks. Ach du Scheiße. Also ich hätte mich jetzt hier schon 10-mal verschwommen. Das kann ich euch garantieren. Tatsächlich. Weiter nach vorne. Wie gesagt, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Alter. Und ich hatte mich neulich noch darüber aufgeregt, dass ich mich auf dem U-Boot nicht zurechtfinde. Hier ist blockiert. Jetzt sind wir hier vorne. Der Pool. Ja, jetzt sind wir ziemlich weit vorne. Tatsächlich. Der Poolbereich, wo wir noch neulich gespaßt hatten. Die Umkleiden. Essensbereich. Die Küche müsste das jetzt hier sein. Oder Sanität. Nee, Sanitätszimmer. Gleich müssten wir zu der Ursache des ganzen Problems kommen. Jetzt sind wir in der Küche. Jetzt kommen die Essensräume, wo der Kollege mit dem Buch saß, hier mal in der Ecke. Jetzt nicht mehr. Und jetzt sind wir wieder in der Zwischenhaut. Das ist das Leck. Und wir sind draußen. Ja, ich werde sofort 60 Meter, 70 Meter. Ich will das U-Boot noch ein wenig abschwimmen. Hier ist eindeutig. Hier ist es eindeutig passiert. Und zwar wirklich ziemlich weit vorne. Und da hinten warten die Kollegen auf Rettung. Gut, dann wollen wir mal schnell nach oben. 80 Meter, nicht, dass wir noch hier ersticken. Heile mich schon nach oben zu schwimmen. Unter uns ist das U-Boot schon nicht mehr sichtbar. Oh oh. Nein!
Nein! Dreizehn, zwölf. Hat niemand mitbekommen, dass wir hier sind? Niemand? Niemand? Die Kursk sank um 11.30 Uhr lokaler Zeit, nachdem es an Bord mehrere Explosionen gegeben hatte. Sie kam schließlich auf dem Grund der Barentssee in einer Tiefe von 108 Metern zum Liegen. 23 Männer konnten sich in die 9. Abteilung des Schiffs retten, wo sie vergeblich auf Rettungskräfte warteten. Die Katastrophe forderte insgesamt 118 Menschenleben. 3 Leichen wurden nie gefunden. Dem offiziellen Bericht zufolge war die Explosion eines Torpedos für den Untergang verantwortlich. Der Bericht war streng geheim. Es gab eine Vielzahl an Verschwörungstheorien. 2001 wurde das unvollständige Wrack des Schiffes vom Grund gehoben. Die Welt zog offenbar keinerlei Rückschlüsse aus der Kursk-Katastrophe, wie der Untergang des argentinischen U-Boots San Juan im Jahr 2018 bewies. Und damit vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid, dass ihr dieses Projekt jetzt mit, ich glaube, 20 Folgen haben wir jetzt geschafft, knapp, dass ihr das Projekt so lange auch mitverfolgt habt. Ich möchte es an der Stelle noch einmal betonen. Das ganze Spiel ist eine fiktive Geschichte, von unserem Hauptcharakter zumindest, mit einer wahren Begebenheit im Hintergrund. Nicht, dass ihr jetzt da irgendwelche falschen Sachen reininterpretiert, das wollte ich nur mal klargestellt haben. So, und jetzt zum Spiel. Ich mache da immer ein Fazit. Fangen wir mal an mit dem technischen und dann gehen wir rüber zum spielerischen Part im Prinzip. Der technische Part, für mich lief's im Großen und Ganzen recht flüssig. Es gab, ihr habt gesehen, hier und da so ein paar Ladesequenzen, die das Ganze ein bisschen unterbrochen haben. Es lief auch hier und da etwas ruckelig. Dennoch muss man sagen, es sah schön aus. Es hätte flüssiger laufen können und ich habe es ja schon etwas später gespielt, also es wurden schon viele Bugs behoben. Ich würde aber sagen, es ist technisch noch nicht komplett ausgereift und könnte wahrscheinlich auch noch ein bisschen Feinschliff vertragen. Dennoch, wie gesagt, schönes Spiel und es sieht auch gut aus. Steuerung auch hier und da ein bisschen hakelig, muss man wissen. Trotzdem, ihr könnt es euch denken, es sah schön aus und hat sich auch einigermaßen vernünftig spielen können, lassen können. Ja, und dann zum Story-Aspekt. Von mir aus hätte es auch noch ein bisschen mehr sein können tatsächlich. Also dieser Spionage-Effekt hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Hätte auch durchaus ein bisschen mehr sein können. War halt im Prinzip nur hin und her gelaufen. Wenn man es runterbricht. Bis auf die Spezialsachen. Ja, also die Spezialaufträge, wie jetzt hier in dem Falle, wo es halt ein bisschen runterging. Aber es war auf jeden Fall mal eine gelungene Abwechslung. War jetzt kein unendlich langes Spiel, hat aber halt auch keinen AAA-Preis. Von daher kann man jetzt auch keine vielleicht 60 Stunden Spielspaß erwarten. Dennoch, ich hatte jetzt an der Stelle meinen Spaß. Ich muss sagen, die Tatsache mit einem generell U-Boot-Spiel und dann auf Grundlage von einem richtigen Ereignis, das hat schon irgendwie Spaß gemacht, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer war. Kaufempfehlung an der Stelle, ja, schwierig. Ich würde euch zu einem Spiel raten, wenn ihr gerne auf solche Spiele steht und vielleicht auch das nochmal durchspielen wollen würdet zum späteren Zeitpunkt. Ansonsten, wenn es euch jetzt nur um die Story ging, dann braucht ihr das wahrscheinlich nicht, dann habt ihr es jetzt hier in dem Sinne schon gesehen. Ansonsten natürlich gerne. Ich halte euch nicht davon ab, es sind 20 Euro bei mir gewesen. Kann man durchaus machen, vielleicht irgendwann mal auch in einem Sale, auf jeden Fall in einem Sale. Einfach mal selber durchspielen, mal selber die Atmosphäre, mal gucken, ob man irgendeinen Rekord knacken würde. Solche Sachen. Ja, und dann würde ich sagen, an der Stelle bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich in dem nächsten Stream oder in einem anderen Projekt.